Liebe Heilbronnerinnen, liebe Heilbronner, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Himmelsbach, geschätzte Mitbewerber, herzlichen Dank zunächst mal für Ihr Kommen und Ihr Interesse an einer guten Zukunft unserer Stadt Heilbronn. Ich frage Sie, was gibt es Schöneres als Ziel, als Oberbürgermeister in der Stadt zu werden, in der man geboren ist und aufgewachsen, die man mit all ihren Stärken und Schwächen kennt, deren Menschen man sich eng verbunden fühlt und nicht zuletzt, für deren Weiterentwicklung man in den letzten 25 Jahren im Rathaus engagiert gearbeitet hat. Sie ahnen zumindest meine Antwort, es gibt nichts Schöneres. Ich wurde 1956 in Heilbronn geboren. Meine Eltern hatten, wie viele andere, in der Folge des Krieges ihre Heimat verloren. Und dies hat ihnen zeitlebens wehgetan. Mein Vater gehörte zu denen, die Heilbronn als Handwerker, das zerstörte Heilbronn als Handwerker, wieder aufgebaut haben. Es war ein sehr arbeitsreiches, ein sehr hartes Leben. Und ich bin meinen Eltern aber dankbar genau wie der Generation, dass sie mir und uns die Möglichkeit gegeben haben, eine behütete Kindheit zu verbringen und uns auch gute Lebenschancen eröffnet haben. Auch aus dieser Dankbarkeit heraus fühle ich mich verpflichtet, es ihnen gleich zu tun und unseren Kindern und Enkeln eine intakte und zukunftsfähige Stadt zu übergeben. Dass ich persönlich eine ganz spezielle Form der Heimatverbundenheit habe, war spätestens klar, als ich nach dem Referendariat 1986 meine erste Stelle in Freiburg antrat. Was habe ich getan? Ich bin ein Jahr lang morgens von Heilbronn nach Freiburg, von Freiburg nach Heilbronn. Entschuldige mich bei allen für mein damals noch nicht so ausgeprägtes Umweltbewusstsein, aber wahrscheinlich habe ich damals schon das große Potenzial der Stadt Heilbronn erahnt. Sei es drum, ich begann mich kommunalpolitisch zu engagieren. 1989 wurde ich in den Heilbronner Gemeinderat gewählt, 1996 dann Fraktionsvorsitzender und seit 2005 trage ich die Verantwortung für das nach dem Etat, aber auch nach der Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter größte Dezernat im Heilbronner Rathaus. Insbesondere in den letzten 8 Jahren in der Verwaltungsspitze war für mich eine sehr intensive Zeit und auch eine ereignisreiche Zeit für unsere Stadt. Und ich bin dankbar dafür, dass ich viele zahlreiche positive Entwicklungen in unserer Stadt begleiten durfte, manches auch maßgeblich selbst auf den Weg gebracht habe. Meine Damen und Herren, warum weise ich in den letzten Monaten immer darauf hin? Es gibt gegenwärtig keine vergleichbare Stadt in Deutschland, die so ambitioniert in ihre Zukunft investiert, wie Heilbronn dies tut. Und zwar mit öffentlichen Mitteln, aber auch mit einem enormen privaten Engagement. Was ist denn jetzt an Heilbronn so besonders? Warum haben wir gegenüber anderen eine so gute Position? Heilbronn ist ein starker Wirtschaftsstandort mit einem guten Unternehmensmix, mit stabilem, hohen Gewerbesteueraufkommen und mindestens 3 Trümpfen. Die Audi-Ansiedlung in den Böllingerhöfen, der Telefunkenpark des Heilbronner Silicon Valley mit 1300 Arbeitsplätzen und der Zukunftsfonds im Wohlgelegen mit inzwischen 700 Arbeitsplätzen in Zukunftsbranchen. Heilbronn ist die innovativste Bildungsstadt in Baden-Württemberg. Oder anders ausgedrückt, nirgendwo werden Kinder in ihrer ersten Lebensphase bis zum Alter von 10 Jahren ähnlich intensiv gefördert und unterstützt wie in Heilbronn. Und Hand aufs Herz, wer hätte gedacht vor 5 Jahren, dass Heilbronn einmal eine dynamische Hochschulstadt wird? Wir sind es. Heilbronn ist die einzige Stadt dieser Größenordnung, die ihre Zentralität und Erreichbarkeit mit einem Stadtbahn
System sichert. Und Heilbronn hat in Zeiten, in denen andere ihre Leistungen abgebaut haben, auch mit hohem privaten Engagement, in seine kulturelle Infrastruktur investiert und damit die Lebensqualität verbessert. Ich nenne als Beispiel die Experimenta, die Kunsthalle Vogelmann oder das Haus der Stadtgeschichte. Und schließlich, meine Damen und Herren, welche Stadt hat die Chance, mit einem Projekt, nämlich dem Projekt Neckarbogen Buga, gleich drei wesentliche Ziele der Stadtentwicklung zu erreichen? Erstens, einen neuen Stadtteil zu schaffen, nach den modernsten Erkenntnissen im Städtebau, in der Architektur, in der Energie, in der Mobilität und im sozialen Zusammenleben. Zweitens, ihr lange vernachlässigtes Profil als Stadt am Fluss auszubauen und zu schärfen. Und drittens, sich 2019 einem Millionenpublikum aus Deutschland und Europa als erfolgreiche, lebenswerte und gastfreundliche Stadt zu präsentieren. Ich finde, das ist eine wunderbare Aussicht und ich hoffe, Sie sehen es genauso. Ich denke, Sie spüren, vieles ist gut oder zumindest auf einem guten Weg. Und wenn wir auch noch manches besser machen können. Heilbronn hat eine gute Substanz, hervorragende Voraussetzungen, um die anstehenden Aufgaben erfolgreich anzupacken. Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, wir müssen und können die großen Herausforderungen der Zukunft mit Kraft und großem Selbstbewusstsein angehen. Und ich sage Ihnen auch, in diesen Herausforderungen liegen enorme Entwicklungspotenziale für unsere Stadt. Der fortschreitende Wandel in der Wirtschaft, der Mangel an Fachkräften und die Krise des innerstädtischen Handels zwingen uns, unsere Wirtschaftsförderung zu intensivieren und das Stadtmarketing neu aufzustellen. Wirtschaft ist zwar nicht alles, aber ich denke, wir sind uns hier einig, ohne eine florierende Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze brauchen wir uns über die ganzen anderen Themen der Stadtentwicklung nicht zu unterhalten. Und deshalb ist es für mich auch selbstverständlich, dass der Oberbürgermeister Wirtschaftsförderung zu seiner Chefsache macht. Meine Damen und Herren, denken wir beim Masterplan Wissensstadt über die Gebäude hinaus. Freuen wir uns, dass unsere Stadt jünger, bunter und lebendiger wird. Nutzen wir die Aussicht, Studentenstadt zu werden. Und nutzen wir sie auch städtebaulich. Ich sehe die große Chance im Zuge dieser Entwicklung, auch den heute eher unattraktiven Eingangsbereich Neckar-Sulmer-Straße, Paulinerstraße, aufzuwerten. Dort muss ich in den kommenden Jahren in unmittelbarer Nähe zum Bildungscampus ein stark studentisch geprägtes Wohnen und Leben entwickeln. Arbeiten wir dran, es lohnt sich. Geben wir die richtigen Antworten auf die großen Fragen der nächsten Jahre. Nämlich, wie sichern wir die Qualität unserer Luft? Stichworte hierbei sind Klimaschutz und kommunale Energiewende. Wie schaffen wir es, unseren Verkehr und damit unsere Mobilität intelligent zu regeln und damit Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer zu erzielen? Für Fußgänger, Radfahrer, Pkw-Fahrer und für die Nutzer des ÖPNV. Aber meine Damen und Herren, ich sage Ihnen auch, wir können eine wirtschaftlich erfolgreiche Stadt sein, eine Bildungsstadt und eine ökologisch fortschrittliche Stadt. Eine Stadt mit Charakter, und das bleibt mein Ziel, sind wir nur, wenn wir uns auch ganz bewusst der Schwachen annehmen. Denken wir zum Beispiel an die zunehmende Altersarmut, an Langzeitarbeitslose und Zuwanderer, die noch nicht Fuß gefasst haben. Sie alle gehören zu unserer Stadtgesellschaft und brauchen unsere Hilfe. Und dazu gehört auch eine neue Qualität in der Willkommenskultur. Meine Damen und Herren, lassen Sie auch
nicht ein Heilbronner Phänomen, überall sichtbar. Lassen Sie auch uns den demografischen Wandel offensiv und positiv angehen. Und auf diesen gibt es aus meiner Sicht nur zwei vernünftige Antworten. Nämlich erstens, nicht nachzulassen, noch kinder- und familienfreundlicher zu werden. Und zweitens, dafür zu sorgen, dass unsere älteren Menschen so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden leben können, gut betreut und dass sie genügend gesellschaftliche Teilhabe haben. Ich sage Ihnen auch, in Deutschland gab es in der Vergangenheit viele Volkskrankheiten. Die Volkskrankheit der Zukunft wird Einsamkeit sein. Und darauf muss sich eine Stadt einstellen. Das bedeutet für uns, gemeinsam mit den Kirchen, mit den Wohlfahrtsverbänden, mit Initiativen vor Ort dafür zu sorgen, dass ältere Menschen Begegnungsmöglichkeiten haben. Im Haus, im Quartier oder im Stadtteil. Meine Damen und Herren, ich möchte gerne in einem guten Miteinander mit Ihnen allen diese Herausforderungen bewusst und kraftvoll angehen. Ich sehe darin die große Chance, unsere Stadt noch erfolgreicher und noch menschlicher zu machen und damit auch noch lebenswerter. Von meiner Seite aus bringe ich in dieses Miteinander neben den bereits angesprochenen neuen Akzenten auch ein hohes Maß an Verlässlichkeit und Kontinuität ein. Dies gilt zunächst für meinen Führungsstil. Ich bin fest davon überzeugt, man kann nur ein guter Oberbürgermeister sein, wenn man die Gabe besitzt, Menschen mitzunehmen, sie zu beteiligen, ihre Anregungen zu diskutieren und wo immer möglich auch aufzunehmen. Und diesen Stil praktiziere ich schon bisher mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn es gilt, städtische Projekte oder Prozesse erfolgreich zu meistern und nur durch die intensive Einbeziehung vieler Menschen und ihres Sachverstands war die Entstehung der Experimenta, der Kunsthalle Vogelmann und auch des Tierheims möglich, genauso der beispielhafte Heilbronner Weg in der kommunalen Bildungsplanung. Und nach außen, Kommunikation und Beteiligung sind für mich als Oberbürgermeister ganz wesentliche Aspekte einer selbstbewussten Bürgerstadt. Nur wer mitgenommen wird, identifiziert sich mit seiner Stadt und seinem Stadtteil. Nur wer Teil der Stadtgesellschaft ist, kümmert sich auch um unser Gemeinwesen und ist bereit, sich für seine Mitmenschen zu engagieren. Den Stadtteilen fällt hierbei eine besondere Verantwortung zu und ich werde sie dabei nach Kräften unterstützen. Meine Damen und Herren, von besonderer Wichtigkeit ist mir die Kontinuität in der Finanzwirtschaft. Ich habe als studierter Diplom-Verwaltungswirt und Wirtschaftswissenschaftler in 20 städtischen Haushalten mitgearbeitet. Bei den meisten davon an verantwortlicher Stelle als Fraktionsvorsitzender oder als Bürgermeister. Und alle diese Haushalte trugen den Stempel sparsam und wirtschaftlich. Und das, da dürfen Sie sicher sein, wird auch in den nächsten 8 Jahren so bleiben. Dies wird die Grundlage sein für unsere gemeinsame Aufgabe, die Gestaltung einer erfolgreichen, einer modernen und menschlichen Stadt Heilbronn. Und dabei setze ich insbesondere auch auf eine Vielzahl leistungsfähiger und motivierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die heute schon, sei es im Krankenhaus, bei der Feuerwehr, in den Kindergärten, Altenheimen und in den anderen Bereichen der Kommunalverwaltung, engagiert und erfolgreich für unser Gemeinwesen arbeiten. Ihnen allen möchte ich in meiner Haltung als erster Diener dieser Stadt Vorbild sein. Und ich setze vor allem auf Sie, liebe Heilbronnerinnen, liebe Heilbronner. In unserer Stadt gibt es viele fleißige Menschen und große Potenziale der Wirtschaft, des Geistes und der Kultur. In Heilbronn steckt die enorme Erfahrung der älteren Generation und eine Menge jugendlicher, kreativer Energie. Und all diese Schätze möchte ich intensiv fördern und nutzbar machen. Allen Menschen in unserer Stadt ein guter Oberbürgermeister zu sein, das ist mein Ziel. Und darin bestärken mich auch das große Vertrauen und die breite Unterstützung, die ich im Zusammenhang mit meiner Kandidatur über alle Parteigrenzen hinweg
und durch alle Bereiche unserer Bevölkerung erfahre. Unsere Stadt ist gut, machen wir sie gemeinsam besser. Liebe Heilbronnerinnen, liebe Heilbronner, geben Sie mir die Chance, meine Heimatstadt als Oberbürgermeister für alle Menschen in eine gute Zukunft zu führen. Und schenken Sie mir am 16. März Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. Herzlichen Dank.